Hammer und Sichel ist ein taktisches Rollenspiel, bei dem der Spieler versucht, in der Rolle eines sowjetischen Superagenten eine Verschwörung aufzudecken, die zur atomaren Auslöschung der gesamten Welt führen könnte. Das Spiel bietet dem Spieler neben der spannenden Story auch die Möglichkeit, seine eigenen Wege zu gehen, um die vielen Missionen und Herausforderungen zu meistern. Damit ist der Spielverlauf immer anders und jede Entscheidung des Spielers nimmt Einfluss auf die weiteren Missionen. Die Game Engine bietet dem Spieler sowohl maximale Flexibilität als auch exzellente Grafikqualität. Zudem werden drohende Begegnungen und Konfrontationen mit Gegnern mit prägnanten Sounds unterlegt, um den Spieler zu warnen. Das Rollenspielsystem von Hammer und Sichel ermöglicht individuelle Charaktererstellung. Von der Kleidung des Charakters über die Gesichtszüge bis zu den Skills und den persönlichen Fähigkeiten. Zu den einsetzbaren Fähigkeiten zählen unter anderem Talente als Scharfschütze, Saboteur oder Mediziner. Ganz im Stil echter Roleplay-Games sammeln die Charaktere im Verlauf des Spiels Erfahrung, sodass sie innerhalb ihrer Charakterklassen aufsteigen und weitere Fähigkeiten erwerben können. Dem Spieler stehen im Spiel mehr als 90 authentische Waffen wie Mauser, Maschinenpistolen, Uzis und sowjetische Scharfschützengewehre zur Verfügung. Zudem lässt sich auch Spezialausrüstung, wie Spionage-Equipment und Geheimwaffen einsetzen. In Hammer und Sichel erwarten den Spieler viele unterschiedliche Level und Spielverläufe. Das Spiel lässt sich viele Male anders und immer wieder neu spielen. Hammer und Sichel – ab März im Handel.